So, Freunde, es ist wieder soweit. Wir haben den 17.01. Mittwoch. Heute ist Patch Day. Und nicht irgendein Patch, sondern Patch 10.2.5, meine Damen und Herren. Und den gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Ich bin hier schon eingeloggt. Und bis jetzt ist noch, hat sich noch nicht viel getan. Gibt wahrscheinlich gleich eine Quest. Aber bevor wir starten, lesen wir uns doch erstmal durch, was sich hier überhaupt geändert hat. Folgendes. Take flight when Seeds of Renewal goes live. January 17th. Und den haben wir heute. Explore Bella Meth. Okay, neue Zone. Oh. Take Dragon Riding to the Skies of Old World Continents. Okay, pass auf. Das Erste, was wir jetzt machen, und das interessiert mich brennend, wir gehen straight into Stormwind. Zack. Und dann werden wir hier erstmal schön Drachen reiten, bis in die Stranglethorn Arena. Wie spät ist das? Okay, war gerade. Ne, warte mal, ist glaube ich alle 3 Stunden, ne? 12 Uhr, 15 Uhr, ist jetzt 2. Okay. Macht nix, wir wollen ja Drachenreiten testen. So. Let's fucking go. Ah, guck mal, wir sehen hier schon. Ich habe hier so eine Weak Aura. Der zeigt einem an, wie viel Prozent man fliegt. Und in Dragonflight oder auf den Dracheninseln ist es 929%. Die haben ja schon gesagt, dass die das nerven wollen. Was das soll, weiß ich nicht. Aber das ist irgendwie geil, ne? Junge, das ist nice. Oh mein Gott. Und jetzt würde ich gerne mal einfach gucken, wie das ist, durch Brachland und Dorotar zu fliegen. Wir warten hier mal auf den Zeppelin. So, erstmal nach Ratchet. So, Brachland. Freunde, es geht los. Ratchet. Nice, Alter. Oh, ist das geil. Den können wir schnell nach Thunderbluff, ne? Und du musst nicht mehr diese blöden Wege laufen. Du kannst einfach über die Felsen rüberfliegen. Junge, sieht das geil aus. Irgendwie kriegt die alte Welt wieder so einen Touch, finde ich. Guck dir das an, ey. Einfach ein Thunderbluff jetzt. Mal gucken, ob ich hier einmal so durchfliegen kann im Bodennähe, ohne gemountet zu werden. Geil. Einfach nur nice. Das ist eine gute Änderung. Das gefällt mir schon mal. Das ist die erste Sache, die wir uns vom neuen Patch angucken, und ich bin schon positiv angetan, sag ich mal. Nice. Sehr geil. Gefällt mir sehr, sehr gut. So. Okay. Gucken wir uns die Patch-Notes weiter an. Was haben wir drin? Okay, Seeds of the Renewal, Zone Overview, Discover Bella Meth. So, und was ich jetzt mitbekommen habe, ist Bella Meth ist die neue Heimat der Nachtelfen. So, was gibt's denn hier? So, interessante Orte. Streift durch die lebhafte Wildnis voller Flora und Fauna und erkundet verschiedene interessante Orte. Es ist hier eine komplett neue Zone. Und die heißt Amir-Drasil. Und da sehen wir es schon. Uralter Zweig, okay, das gehört noch hier zu der Zone, aber hier Amir-Drasil, der neue Weltenbaum, auf jeden Fall die neue Zone der Nachtelfen, die neue Heimat sozusagen. Ah, okay. Das erinnert so ein bisschen an Ardenwald, ne? Das ist schon so Ardenwald-Vibes. Okay, was haben wir hier? Tyrande. So, was haben wir noch? Zwielichtwachturm. Okay, also das ist die neue Zone. Die haben wir uns einmal angeschaut. Grob, das soll auch erstmal reichen. Bewohner und Wildtiere. Okay, das geht dann die ganze Zeit um den anderen Kram. Okay, es gibt Archäologie. Ausgrabungsstätten. Bam. Endlich in der dritten Season, im zweiten Patch, endlich geschafft, Archäologie wieder nach vorne zu bringen. Forschung. Belohnung. Okay, wir gucken uns mal das an. Was gibt es hier an Belohnung? Okay, so ein
Ebenenschreiter quasi als Mount. Was haben wir denn noch? Ein Kodo. Das kann man sich dann auch alles angucken, ne? Lesebrille, Brille. Okay, Archäologie-Update. Gucken wir uns noch an. Dann, Gilneas Reclamation. Help reclaim what was lost and return the kingdom to Gilnean hands. To begin the storyline, speak to Gin, Greymane in Stormwind, Kalia Menethil in Silverpine Forest. Okay. Das können wir uns gleich angucken. Follower Dungeons. Es gibt jetzt die Möglichkeit, alleine, ohne mit irgendjemanden, ohne auf jemanden warten zu müssen, Dungeons zu queuen. Und das machen wir jetzt auch gleich. Wir queuen alles rein, ne? Neltharos. Okay. Wir sind jetzt hier im Dungeon mit NPCs. Okay, wir haben hier einen Tank. Dungeon-Unterstützung umschalten, damit ein Anhänger den Weg weist. Okay, wir nehmen hier trotzdem mal einfach die Quest an. I don't know, ob das was bringt. Aber wir klicken jetzt den Knopf. Und er geht los. Und es geht los. Wartet der extra, ob man da ist dann? Der Tank läuft wieder los. Okay. Was passiert, wenn ich nicht hinterherlaufe? Was passiert? Kann ich hier einfach folgen drücken? Nee, ich kann den nicht folgen. Er geht rein, er pullt einfach, okay? Und er pullt auch sehr besonnen, muss man sagen. Ich guck mal jetzt. Es ist eine Non-Elite-Mob-Gruppe. Ich guck mir jetzt einfach mal an, wie. Okay, die folgen die mir? Ich finde das geil, wie der Druide so hin und her springt. Okay, die machen keinen Schaden. Fangen die an Schaden zu machen, wenn ich Schaden mache? Wieso machen die keinen Schaden? Ich will mal gucken, wie lange die brauchen, um den zu killen, so. Ob man den theoretisch einfach so AFK mitlaufen könnte, den Dungeon. Das wäre auch mal interessant. Also man muss sagen, die Anhänger machen nicht ansatzweise so viel Schaden. Also ich habe jetzt auch keine Möglichkeit, das zu testen oder hier irgendwie zu sehen, wie viel DPS die vielleicht machen. Guck mal, wenn ich jetzt nicht hinterhergehe, bleibt der stehen. Das heißt, AFK, Dungeon laufen, nicht möglich. Okay, er pullt die und zieht die auch zurück. Ich laufe mal vor. Ich bin mal gespannt, was passiert. Wir müssen ja jetzt hier links hoch. Richtig? Right? Ach so, warte mal. Ach so. Umschalten, damit euer Anhänger nicht mehr den Weg weist. Okay, ich schalte das mal um. Läuft er mir denn hinterher und ich bestimme den Weg? Oh Gott, ich überlebe das wahrscheinlich gar nicht. Vielleicht noch ein bisschen zu viel. Nein. Ich bin gestorben. Hat die Gruppe ver... Also, wenn das jetzt eine Simulation ist... Hä? Ist der doof? Der pullt das ganze Dungeon? Mit dem haben wir keinen Bock zu spielen. Wir gehen alle raus. Geist freilassen. Ne, da sind sie wieder. Okay. Wäre sonst realistisch gewesen, dass die anderen Leute Rage quitten, weil ich die ganze Inni gepullt habe. Also fürs Reinkommen ist es wahrscheinlich nicht verkehrt, aber ich sehe sonst keine andere Verwendungsmöglichkeit für diesen Modus. Das war das erste Anhänger-Dungeon. Ja, das wird wahrscheinlich auch das letzte gewesen sein. Aber wir haben uns das angeguckt. Wir haben uns das angeguckt. So, was haben wir noch auf dem Zettel? New Character Customizations. Also für Pets vom Hexenmeister. Okay, Trolle kriegen neue Frisuren. Nice. Drenai kriegen neue Hautfarben. Anpassung für Dämonen von Hexenmeistern. Finde ich sehr, sehr cool. Also muss man sagen, sie sehen sehr gut aus. Bisschen klobiger. Der ist geil. Die sehen witzig aus. Den finde ich auch cool. Rot mit blauen Augen. Besser als so der Standard-Observer tatsächlich. Finde ich cool. Sehr gut. Dragon Riding available worldwide. Haben wir uns angeguckt.
Seeds of Renewal, Content Update Patch Notes. Und da gehen wir jetzt mal rein. So, was haben wir? Wir haben Bella Meth, wir haben weltweites Drachenreiten verfügbar. Wir haben die Archive von Azeroth, das ist das neue Archäologiesystem. Wir haben Rückeroberung von Gilneas, eine Questline, die wir uns auch nochmal angucken werden. Anhänger Dungeons haben wir gemacht, war ganz witzig. Was haben wir noch? Scherbenweltpokal. Segelt vom 18. bis 31. Januar beim Drachenreitenereignis dem Scherbenweltpokal über den Himmel der Scherbenwelt. Charakteranpassung haben wir gerade gesehen. Erfolge. Spielercharaktere, die zufolge den Erfolg Handelspostenfern abgeschlossen haben, erhalten bei ihrem nächsten Login Gleißend Sonne und Mond erleuchtet Mond. Alle, die ihn zukünftig abschließen, erhalten sofort alle drei Sets. Charaktere. Draktyr, neue passive Fähigkeit, ermächtigtes Segeln. Segeln ist jetzt gleichbedeutend mit Drachenreiten und verleiht Zugriff auf Elan und alle Fähigkeiten des Drachenreitens. Oh, das ist cool. Das finde ich nice. Das ist eine gute Sache. So, die Zaubereffekte mehrerer Klassentalente, die zuvor Paktfähigkeiten von Shadowlands waren, wie Konvokation der Geister, göttlicher Glockenschlag und Sepsis, wurden aktualisiert, um besser zur Optik der Klasse zu passen. Wir werden in einem zukünftigen Update die Möglichkeit hinzufügen, die Effekte dieser Talente wieder auf die ursprüngliche Shadowlands-Optik zurückzusetzen. Auf die Puppe und ich drücke jetzt Convoke. Okay. Not bad. Also es sah schon cool aus. Normalerweise, also vorher war es ja so dieses blaue Geschlierte, was so um einen rumwirbelte, ist jetzt ein bisschen, sieht ein bisschen cooler jetzt aus. Okay, dann haben wir das auch abgeschlossen. Dämonenjäger, elysischer Erlass, verursacht jetzt Chaosschaden, vorher Arkanschaden. Die Jagd verursacht nun Chaosschaden, vorher Naturschaden. Rufer, Quell der Magie hat jetzt eine Stunde, hält jetzt eine Stunde an, vor 30 Minuten. Okay, Bewahrung, ein Kommentar. Essenzexplosion kann jetzt durch Umkehrung ausgelöst werden. Die Mana-Kosten der meisten Zauber wurden um 10% erhöht. Schonfrist erhöht jetzt eure Heilung bei Zielen eurer Umkehrung um 10 bis 20% vor 5 bis 10%. Zeitlose Magie wirkt sich jetzt auch auf Zeitanomalie aus und verringert die Mana-Kosten von Umkehrung, Zeitanomalie, Echo und Zeitverschiebung um 10 bis 20%, vorher nur die Dauer um 15 bis 30%. Magier, Machtverschiebung, verursacht nun Arkanschaden, vorher Naturschaden. So, Nebelwirker, Tanz des Windes wurde überarbeitet. Eure Ausweichchance wird um 10% und alle 4 Sekunden um weitere 10% erhöht, bis ihr einem Angriff ausweicht. Uralte Lehren erhöht jetzt während der Wirkungsdauer zusätzlich eure Ausdauer um 5%. Auch ein kleiner Buff. Wiederheilender Tadel verursacht jetzt körperlichen Schaden, vorher Arkanschaden. Und der Schaden wurde um 43% erhöht, um Rüstung auszugleichen. Erdelementar, Feuerelementar und Sturmelementar sowie die Urversionen haben jetzt in Instanzen eine verringerte Größe für Verbündete und Gegner des Schamanen. Für den Schamanen selbst bleiben sie gleich groß. Okay. Okay, Speer der Bastion wurde in Speer des Champions umbenannt. Okay, okay, okay. Gegenstände. Belebungskatalysator. Aufladung für wiedererweckter Traum werden jetzt wöchentlich gewährt, vorher alle 2 Wochen. Ich weiß nicht, warum das überhaupt noch gekappt ist, weil Foreset haben mittlerweile alle und ich glaube, wir sind da auch schon 2 Aufladungen drüber. Gut, klar, man kann sich jetzt PvP und PvE-Items zu Set-Teilen umwandeln, aber weiß ich nicht, dass das immer noch gekappt wird, macht in meinen Augen eigentlich keinen Sinn. So. Benutzeroberfläche, Zugänglichkeit. Okay, jeder Gegenstand hat eine Schaltfläche für eine Vorschau an eurem Charakter. Okay, das ist eine coole Änderung, aber jetzt nichts Weltbewegendes. Alle Vorlagen, die ihr durch Questbelohnungen erhaltet, werden jetzt im Chatfenster erwähnt. Ja, die meisten Meldungen können jetzt mit einem Rechtsklick sofort ausgeblendet werden. Das betrifft auch Meldungen, die in der Mitte des oberen Bildschirmrandes erscheinen, wie Freischaltung in der großen Schatzkammer. So ein bisschen Quality of Life, aber jetzt auch nicht weltbewegend. Verbesserung für Einrasten von Rahmen im Bearbeitungsmodus. Rahmen können jetzt an jeder Überschneidung von Rasterlinien einrasten. Das Zentrum eines Rahmens kann jetzt an jeder Rasterlinie einrasten, bisher nur an violetten Rasterlinien. Aha!
Das ist eine gute Sache, weil das macht das Interface-Design ein bisschen einfacher. Rahmenkanten können jetzt in horizontalen und vertikalen Mittellinien einrasten, unabhängig davon, ob das Raster aktiviert ist. Alright, das war der Patch. PvP gab es nicht wirklich viel. Ja, schreibt mal in die Kommentare, ist das jetzt so ein Patch? Ihr hört jetzt schon an meinem Wortlaut raus. Ich bin nicht so begeistert, ehrlich gesagt. Ich frage mich, was ist mit Solo Shuffle RBG? Wann wird das implementiert? Was ist mit Conquest Cap aufheben? Weil sie sind immer noch nach wie vor gecapped. 6300. Warum ist das bis jetzt noch nicht aufgehoben? Nächster Punkt. Kisten schicken an Twinks. Conquest-Punkte verschicken an Twinks. Wann kommt das? Das sind alles so Fragen oder Sachen, die hätte ich mir gewünscht für diesen Patch. Aber, so wie ich das jetzt gehört habe, ist 10.2.6 schon auf dem PTR live. Da können wir vielleicht mal, wenn wir live sind, auf Twitch mal rüberschauen, was da denn noch so alles kommt. Ich denke mal, das war jetzt hier einfach nur neue Zone, Archäologie, Anhänger-Dungeons einfach mal so reinschieben als so ein Global-Ding und dann geht es irgendwie mit, vielleicht mit 10, 2, 6 weiter Richtung Progress vielleicht. Aber die Season ist ja auch noch lange nicht vorbei. Was ich aber sagen muss, weltweites Drachenreiten verfügbar, das ist eine richtig nice Änderung und es fühlt sich gut an und ist auch lange schon überfällig irgendwie. Ja. Was haltet ihr von dem Inhaltspatch? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Das war's mit dem wöchentlichen Video und dem Review der Patchnotes und wir sehen uns live auf Twitch oder im nächsten Video. Peace!